Hallo ihr Lieben. Was denkt ihr, was ein Hund alles für Signale können müsste? Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der sich jetzt einen Welpen zulegt. Und derjenige hat mich gefragt, auf was lege ich Wert? Ja, das ist ganz viel. Wenn ein Welpe einzieht, muss er sehr, sehr, sehr viel lernen. Ruhe zu bewahren, Orientierung am Menschen und die ganzen Signale, die ein guter Hund können sollte. Was sind denn die Signale? Also für mich persönlich sind die 5 Grundsignale die Signale, die ein Hund können müsste, damit man ihn gut und entspannt durch den Alltag führen kann. Das ist zum einen ein sicheres Sitz und ein sicheres Platz, einfach um den Hund einmal irgendwo fixieren zu können, ohne ihn anbinden zu müssen. Dann sollte der Hund einen Rückruf können, dass ich ihn auch mal frei machen kann, dass ich ihn nicht immer an der Leine haben muss. Dann sollte der Hund die Leinführung können, dass der Spaziergang an der Leine einfach entspannt ist. Und das 5. Signal ist ein Abbruchssignal. Das ist sehr individuell. Zum Beispiel, mir fällt etwas in der Küche runter und der Hund stürmt nicht gleich hin. Oder ich gehe mit dem Hund spazieren, er sieht jemanden und der Hund stürmt nicht gleich hin. Diese 5 Signale sollte jeder Hund können. Und beim Welpen gibt es noch ganz, ganz viel mehr zu beachten. Wie gehe ich mit dem Welpen um? Was ist für ihn wichtig, um jetzt seine Bedürfnisse zu befriedigen? Genau. Und die Signale sollte aber jeder Welpe von Anfang an beigebracht bekommen. Und das nicht mit hartem Training, sondern ganz spielerisch. Macht's gut!